Logica beschäftigt 40.000 Mitarbeiter in knapp 40 Ländern. Wir sind ein IT-Service- und Beratungsunternehmen. Unsere Mission ist, über den Tellerrand zu schauen und mit neuen Ideen in Verbindung der Business-Anforderungen unserer Kunden mit der dann verfügbaren Technologie deren Kunden noch erfolgreicher zu machen. Die Entscheidung für die Einführung des iPhones war ein sehr, sehr großer Schritt für Logica und wir haben sie sehr bewusst getroffen. Der primäre Einsatz war es, ein Mobile Device zu haben, das mit E-Mail, Kalenderdaten, Kontaktdaten zurechtkommt. Und summa summarum kamen wir darauf, dass das iPhone genau die Fähigkeiten bietet, die wir gesucht haben. Die Einführung des iPhones war sehr einfach und hat auch sehr schnell funktioniert. Die Integration in Exchange, die bei uns stattgefunden hat, wurde von seitens IT vor den Rollout-Prozessen durchgezogen. Und es funktionierte quasi out of the box. Das iPhone bietet natürlich auch die Möglichkeit der Entwicklung von der iPhone-Applikation. Wir entwickeln eine Software, mit der es möglich ist, Telefonkonferenzen zu organisieren. Egal, wo die Kollegen sind, werden diese automatisch angerufen und in diese Konferenz vom System aus hineingeholt, ohne dass die Mitarbeiter selber irgendetwas machen müssen. Die müssen nur sagen, ja, ich nehme teil oder ich nehme nicht teil. Im SDK findet man eine Entwicklungsumgebung, die ich für eine gute iPhone-Anwendung benötige. Die Grundaspekte in der Anwendung gehen relativ schnell, innerhalb von ein paar Tagen. Zum einen eröffnet das iPhone einen neuen Vertriebskanal für uns. Wir erreichen Kunden, die wir vorher nicht erreicht haben. Das heißt, es generiert neue Kundengeschäft. Das sind neue Offerings, neue Beratungsprodukte, die wir einfach jetzt anbieten können, die wir vorher nicht anbieten konnten. Das iPhone hat definitiv die Landschaft geändert für Unternehmenskunden oder für den Einsatz von Mobile Devices in Unternehmen. Das iPhone ist der Start eines neuen Denkens, einer neuen Denkweise.